DGS 43822 Verona Quadrante Italien Bremen Grolland. 10:26 Uhr fahren Sie diesen Containerzug von Bremen Hauptbahnhof nach Bremen Grolland. Fahren wenn wir die Baureihe 187 von der Deutschen Bahn. 1767,4 Tonnen, 45 Wagen, Zugverband, 666,8 Meter lang auf der Strecke Oldenburg-Bremen, Bremen-Oldenburg. Und damit ein herzliches Willkommen zur Folge 12 Transimworld 4 der Danish Spitters. So, und zwar müssen wir diesen Zug hier mal irgendwie aufrüsten. Und zwar als allererstes natürlich mal den Führerstand aktivieren, sonst geht hier nämlich gar nichts voran. So, das machen wir auf Auto. Dann setzen wir uns wieder hin. Das machen wir mal auf normal. So, dann müssen wir natürlich Richtungswende vorwärts machen. Wir müssen die Zugsicherungssysteme einstellen. So. Genau. AFB lasse ich jetzt erstmal aus. Die habe ich hier sowieso noch nicht gefunden, muss ich ehrlich sagen. Genau. Wären wir eigentlich so weit, oder? Die Spitzensignale sind immer noch nicht eingestellt. Warum nicht? Jetzt müsste es aber soweit. Habe ich den nun schon wieder verkehrt gemacht? Warum wollen die denn nicht? Ach, das ist doch ein blöder Käse. Wir müssen hier auch noch was ändern. Genau, so war's. Hier war noch irgendwas, müssen wir hier genau. Den jetzt gerade noch mal. Genau, zwei. So, dann können wir wieder aufs Häuschen gehen. Jetzt passt es. Jetzt müssten wir leuchten vorne. Jawohl. Ja, dann könnten wir doch eigentlich die Bremse lösen. Die sind gelöst. Dann könnten wir ja eigentlich losfahren. Unsere Soll es ja, da soll es ja ein riesen oder ein mega Update gegeben haben. Der Sound her. Schon eine ordentliche Länge. Schnell sind wir denn jetzt? Sicher. 40 sollen wir erstmal nicht überschreiten. Sind wir ja noch nicht. Zugbeeinflussung. Ihr könnt selber entscheiden, ob der Sound einigermaßen in dem Original drankommt. Zugbeeinflussung. Sicher, sicher. So, sind jetzt schon ein bisschen zu schnell hier. Zugbeeinflussung.
So, dann fahren wir hier schön aufs Außengleis. Sie fahren. 4,4 Kilometer immerhin noch. Das ist schon noch eine Strecke. Das kann man gar nicht meinen. Oh, wir sind schnell. Viel zu schnell. So, gleich 50. Sie fahren. Zugbeeinflussung. Rein. Zugbeeinflussung. So, und du brauchst gleich 50 fahren. Wenn ich das richtig deute. Zugbeeinflussung. Und da ist man wieder unter Beeinflussung. Bleiben erstmal bei 40, haben wir eh 40 vorgegeben. Sie fahren. Wegen Grollands Gleis 2 sollen wir anhalten. Unseren Containerzug. Sie fahren. Aber natürlich. So, nach wie vor 40. Leihung. Zugbeeinflussung. Wir haben mittlerweile 50. Wunderschön. Wunderschön. Müssen wir ein bisschen langsamer werden hier. Sie fahren. Kommt mit 6,12er. Wir sind nämlich noch unter Beeinflussung hier. Schneller als 55. Rein. Zugbeeinflussung. Das ist hier sehr, sehr tricky in diesem Szenario, das muss man wirklich sagen. Zugbeeinflussung. Jetzt haben wir das Zwangsbremse kassiert, das war zu schnell. Türfreigabe. Ah, Türfreigabe. jetzt haben wir eine Zwangsbremse. Türfreigabe. Ha, geil. Jetzt haben wir eine Zwangsbremse, weil wir zu schnell waren. Zugbeeinflussung. Genau. So, unter 25 sollen wir jetzt bleiben. Ach, jetzt müssen wir erstmal wieder hier Bremse lösen oder? So, jetzt sind die Bremsen gelöst, dann können wir wieder loslegen. Na komm.
Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ach komm, was ist jetzt los? Weil es echt der Stromabnehmer gesenkt hat, kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Naja, ich sag da mal lieber nichts zu. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass wir nicht über 25 fahren. So, man nämlich gleich die nächste zwei dieser Marsch. Muss dann nämlich erstmal befreien. Das ist der 500 Hertz Magnet. Das war mit B440. Zugbeeinflussung. So, sind wir aus dem Programm raus, beziehungsweise aus der Beeinflussung. Siefer. Jetzt dürfen wir es gleich nur noch. Und dann sind es noch 2 Kilometer bis Bremen-Grolland, wo wir den Zug abstellen sollen. Wenn wir ein bisschen langsamer. Siefer. Durch nur noch 40 dürfen. So, ein bisschen zu schnell, das ist nicht gut. Siefer. So. Und jetzt ist doch genau 1,6 Kilometer. Ein bisschen gegenbremsen. Nummer 4, schon echt heftig. Hier in die Kurve, dann müssen wir gleich da sein. Siefer. So. Siefer.
Türfreigabe, Türfreigabe, Türfreigabe. Oh, da hinten ist unser Ziel. Sifa, Sifa. Bis jetzt sieht's gut aus. Gescheit anhalten. Sifa, Sifa. Gut aus. Das hat sich doch gelohnt. So, ihr könnt selber in den Kommentaren schreiben, ob sich das mit dem Sound-Update soweit gelohnt hat, beziehungsweise ob es einigermaßen ans Original herankommt. Wir haben Silber erhalten, ja, wahrscheinlich wegen der Zwangsbremsung und so weiter. Wenn euch dieses kleine hübsche Szenario zum Sound-Update der Baureihe 187 gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich hoffe, ihr seid in einem der nächsten Videos wieder mit am Start. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer der Danny spielt das. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst gerne auch einen Kommentar da, das wäre schön. Für alle Neuen auf meinem Kanal drückt die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Abo wäre schön und ja, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, servus und tschüss. Euer der Danny spielt das. Bye, bye.